In diesem kurzen Video zeige ich euch, wie ich Buchsen an den ESP8266 löte. In dem Lieferumfang vom ESP8266 sind Buchsen und Stiftleisten enthalten. Das Breadboard nutze ich als Grundlage. Hier stecke ich die Stiftleisten ein, natürlich in dem Abstand zueinander, dass die Pins vom ESP8266 fluchten. Auf die Stiftleisten stecke ich nun die Buchsen, die ich an den ESP8266 löten möchte, und anschließend platziere ich den ESP8266 auf die Buchsen rauf. Somit habe ich mir nun eine stabile Grundlage zum Löten geschaffen. Vor dem Löten und auch immer wieder zwischendurch sollte darauf geachtet werden, dass die Buchsen auch noch senkrecht vom ESP8266 stehen und nicht versehentlich etwas verschoben sind. Sollte eine Buchse doch versehentlich etwas schräg verlötet worden sein, kann diese anschließend vorsichtig gerade gebogen werden. Den Lötkolben habe ich auf 366 Grad Celsius gestellt und so auch einen Moment stehen lassen, damit die Lötspitze diese Temperatur auch erreicht. Hinter der Lötspitze befindet sich das Heizelement und nur weil dieses auf 366 Grad Celsius aufgeheizt ist, heißt es nicht, dass die Lötspitze diese Temperatur auch schon erreicht hat. Nun löte ich Stift für Stift von der Buchse an die Pins vom ESP8266. Hierbei gebe ich etwas Lötzinn an die Lötkolbenspitze und danach etwas an den Stift der Buchse, bis das Lötzinn richtig in den Pin und an dem Stift verlaufen ist. Ich achte auch darauf, dass ich nicht zu viel Lötzinn verwende und die Pins am ESP8266 versehentlich miteinander verbinde. Das Ergebnis kann sich doch sehen lassen. Nach dem Löten säubere ich die Lötspitze noch am Lötzinnabstreifer und schalte die Lötstation aus und lasse den Lötkolben abkühlen. In Zukunft werden noch weitere Videos zum ESP8266 folgen. Wenn ihr diese nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt diesem gern einen Daumen nach oben. Wie immer habe ich alle verwendeten Produkte in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr findet dort auch weitere Links zu interessanten Videos und Projekten rund um Arduino. Bis dahin, macht's gut!